zu einer Stadt, die wir uns zurückholen. Gehören nicht nur die Häuser, gehört nicht nur die Straßen, dazu gehört auch, dass wir in ihr leben können, und dazu gehört auf jeden Fall die Gesundheit und ein bisschen Kohle, mit der wir irgendwie den Scheiß kaufen, den wir brauchen. Zu beidem hoffe ich jetzt, von dir etwas über die Auseinandersetzung in der Charité zu hören. Ja, grüßt euch. Mensch, das war Marsch. Seid ihr alle noch gesund? Wunderbar, das empfehle ich euch auch, denn in den Krankenhäusern der Charité, in den Krankenhäusern Berlins, in den Krankenhäusern dieser ganzen Republik, da geht es ziemlich rund. Was ist los an der Charité? Und was hat das mit eurem Thema hier, mit unserem Thema hier zu tun? Dazu ein paar Worte von mir. Mein Name ist Stefan Gummert, ich bin politisch aktiver Krankenpfleger an der Charité. Ich spreche hier heute für die Verdi-Betriebsgruppe, die da ein aufregendes Projekt am Start hat. So Leute, wir sind an der Charité einiges gewohnt, wir können mit Nierenversagen umgehen, wir können mit Herzversagen umgehen und sehr häufig leider auch mit Hirnversagen umgehen. Wir erleben aber zurzeit in jeder verdammten Schicht ein Systemversagen an der Charité und in jeder Klinik, und das hat Symptome. Das Symptom Nummer 1 ist, dass die Budgets regieren. Das Symptom Nummer 2, der Budgetterror führte in den letzten Jahren zu massivem Personalabbau am Krankenbett. Der ist mittlerweile nur noch durch Überstunden und Mehrarbeit kompensierbar durch die Stammbelegschaft. Das war Absicht, danke. Symptom Nummer 3, der Personalabbau am Krankenbett ist mittlerweile auch nur noch durch externe Leiharbeit kompensierbar. Und Folge und Symptom Nummer 4 ist, dass diese Kompensationsmechanismen versagen. Die Folgen dieser Verwertungslogik, die tragen wir Beschäftigte aus und die Patientinnen und Patienten. Wir Gewerkschafter an der Charité sagen Nein, bis hierhin und nicht weiter. Unsere Methode ist der Arbeitskampf. Wer die Charité hat mittlerweile zu Tarifverhandlungen zu einer Mindestpersonalbemessung, Gesundheitsschutz und Ausbildungsqualität aufgefordert. Leute, das ist in der Bundesrepublik ein erstmaliges und einmaliges Projekt. Wir fordern feste Quoten von Patienten im Verhältnis zu Pflegepersonal. Wenn das durchkommt an der Charité und hoffentlich an möglichst vielen Kliniken, dann stellen wir damit die gesamte Verwertungslogik im Krankenhaus in Frage. Unser Kampfmittel, wie gesagt, ist Streik. Und dass wir den können, haben wir 2011 bewiesen, als wir 1500 Betten an der Charité lahmlegten. Wem gehört Berlin? Wem gehört die Charité? Uns allen. Doch da muss man sie auch vernünftig finanzieren und nicht Marktinteressen, Profit- und Verwertungslogik vor die Interessen von Patienten und Beschäftigten stellen. Was können wir tun zusammen? Die entscheidende Phase unserer Tarifverhandlungen kommt Mitte Oktober. Wir begegnen uns ständig mittlerweile hier, sei es in Arbeitskämpfen der Lehrerinnen und Lehrer, sei es in den Arbeitskämpfen im Einzelhandel oder eben hier auf einer solchen Demo. Informiert euch über unser Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Das Motto unserer Tarifbewegung passt hier auch wie die Faust aufs Auge. Mehr von uns ist besser für alle. Mehr von uns in den Krankenhäusern ist besser für alle. Mehr von uns an den Schulen ist besser für alle. Mehr von uns im Einzelhandel ist besser für alle. Und mehr von uns auf der Straße und in den Kiezen ist besser für alle. Vielen Dank für das Forum. Wir sehen uns hoffentlich im Streik.